Mann, ich habe eine übelste Kombi an und so ein Helm. Das passt überhaupt gar nicht dazu. Ja, es geht noch. Es sieht schon beschissen aus, aber ich stehe da so hart drauf. Also ich habe wirklich die ganze Zeit so einen leichten Ständer, wenn ich mit dem Ding fahre. Boah, scheiße. Es ist so krass. Es ist so krass. Mach weiter. Alter! So, oh ja, sorry. Oh, shit. Oh, aber erstmal, yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog mit der Johanne hier am Start. Und ja, sie wird heute meine Husky fahren, weil ich ein bisschen reingeschissen habe. Eigentlich hier als Sozia auf der S1000RR. Ich habe aber zu spät gecheckt, dass gar kein Sozius-Sitz drauf ist und gar keine Sozius-Rassen. Und deswegen ja, haben wir jetzt hier provisorisch, richtig krank, mit einer Schraube und Kabelbindern das Kennzeichen dran geballert. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber du darfst gerne mal Platz nehmen. Ja, ein bisschen länger. Genau. Du kannst ja jetzt mal den ersten Gang einlegen und dann mal langsam gucken, wo der Schleifpunkt ist. Einfach mal ersten Gang und dann lässt du mal ganz langsam los. Ganz langsam loslassen. Merkst du? Geht, oder? Ist easy. Okay. Haut rein, Jungs. So. Was steht hier? Okay, ja, wollen wir mal, ne? Ja, und Leute, ich bin hier auf der BMW S1000RR unterwegs. Schöne Grüße gehen raus an Nils. Danke für die Leihgabe. Richtig, richtig geil. Und ich habe ein bisschen Schiss, Johanne, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also nicht, dass du mit dem Bike nicht klarkommst, sondern eher gesagt, dass wir von den Bullen gecatcht werden, weil ich hier komplett laut und asozial mit der BMW rumfahre, weil einfach kein dB-Meter vorhanden ist. Eigentlich haben wir mit der Helmwahl so ein bisschen ins Klo gegriffen. Ne? So, du hast jetzt auf meiner Supermoto hier den normalen Integralhelm auf und ich habe Endurohelm auf einer fucking Tausender. Komplett bescheuert. Ja, aber erzähl mal, wie bist du überhaupt zum Motorradfahren gekommen? Weil die Leute, die kenne ich ja jetzt noch gar nicht. Ich weiß nicht, ich hatte kein richtiges Vorbild oder so. Ich wollte eigentlich nur immer schon Motorrad fahren und halt immer nur Supersportler. Also für mich kam eigentlich gar nichts anderes in Frage. Natürlich sind die anderen auch mega geil. Aber ja, und dann irgendwann als es ging. Oh mein Gott! Aber bis jetzt schlägst du dich ganz gut. Danke. Wie lange fährst du jetzt schon? Seitdem ich knapp 17 bin, also seit fast 5 Jahren. Krass, das ist schon echt lange. Ja, halt auf einer 125er angefangen, ne? Was für eine hattest du damals? Also womit hast du so Honda. Die ersten? Eine Honda, ne? Nein! Oh Gott, das sind die CBR 125. Ja. Oh Gott, die hatte ich als Fahrschulmotorrad und ich bin ja relativ groß, ne? Yeah. Und dann waren die ganze Zeit, die hatte auch so einen Sturzbügel, die ganze Zeit waren dann meine Knie dauerhaft wirklich permanent an diesem Sturzbügel. Ich hatte Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es gab halt kein anderes Motorrad, also ich musste notgedrungen mit dieser Honda CBR da meine Fahrstunden ausüben. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, reden und fahren gleichzeitig, voll schwierig. Ja, crazy, ne? So am Anfang ist das richtig, richtig komisch. Aber du scheinst dich ja wohl zu fühlen, ne? Ja, safe. Das macht Spaß, oder? Die ist halt super handlich, super leicht. Das merkt man halt total. Ey, Kurven fahren müsste ich damit mal. Ja, lass mal machen demnächst, oder? Fahren wir mal in die Eifel, dann testest du das mal. Ich glaube, das wird dir tausendprozentig Spaß machen. Mit dem Fuß immer so? Ja, genau. So, dann drückst du die Karre halt richtig runter. Das macht super, super Spaß. Boah, ich fühle mich so asozial mit diesem Motorrad hier, ne? Ich meine, ich finde es geil, dass sie so laut ist, aber boah, es ist fast schon zu krass. Die ist so laut, ne? Geisteskrank. Also ich finde, das geht, ne? Boah,
Ey, wenn mich jetzt ein Kollege sieht, ne, mit dem Crosshelm auf der Supersportler, ey, ich muss mir garantiert tagelang dann irgendwas anhören. Mann, ich habe eine übelste Kombi an und so ein Helm. Das passt überhaupt gar nicht dazu. Ja, es geht noch. Es sieht schon beschissen aus, aber... Nein, es geht echt klar, auf jeden Fall. Was denn? Ey, wir fahren jetzt gleich durch den Rheinufertunnel. Das wird bestialisch laut. Okay. Wegen mir, ne? Wegen dir, ja. Auf jeden Fall. Ich finde das halt so geil hier bei der S1000RR. Der Nils hat mir schon gesagt, keiner weiß, woran das liegt, aber die macht halt immer so Fehlzündungen. Wenn ich vom Gas gehe, hörst du das ja sicherlich. Na, da macht die immer babam, babam. Und das ist so geil. Vor allem im Tunnel, du hörst das so heftig. Ich weiß nicht, ob Flammen aus dem Auspuff kommen. Kannst ja gleich mal checken, aber ich stehe da so hart drauf. Also ich habe wirklich die ganze Zeit so einen leichten Ständer, wenn ich mit dem Ding fahre. Boah, scheiße. Es ist so krass. Es ist so krass. Mach weiter. Traust du dich gleich zwischen den Autos zu überholen so ein bisschen oder ist das zu scary? Nee, kannst du machen. Okay. Platz ist. Ja, müssen wir warten. Hier der LKW ist halt noch richtig hart am Abfacken. Oh, jetzt hier. Muss ich einmal durchladen. Ja, mach. Alter! So geil. Richtig konzentriert hier, wie wir durchfahren. Ja, ich hab mir auch gerade gedacht. Was ich halt immer krass finde, also eine Supersportler, vor allem eine 1000er im Vergleich zu einer Supermoto, du merkst halt, wie die Hitze auch vom Motor hochsteigt. Das hast du bei deiner 600er wahrscheinlich auch, oder? Jo, safe. In der Stadt wird die richtig heiß. Ja, richtig heiß. Ah, richtig heiß, ja. Oh, das ist so geil. Das ist nicht mehr normal. Ehrlich. Ja, und was ist so dein Traummotorrad? Du hast ja jetzt die 600er, die fährst du dann bald offen. Aber du hast doch bestimmt eine Maschine, wo du so sagst, so, boah, wenn ich die hätte, dann wäre ich das glücklichste Mädchen der Welt. Die ZX-10 ja einfach. Also, die will ich halt als nächstes haben. Ich habe früher, wollte ich mal die H2 haben, aber die ist mir, ich finde die immer noch mega geil, aber die ist halt irgendwie voll fett, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die so handlich in den Kurven ist. Und wenn man die dann hinschmeißt, dann ist das ja auch irgendwie ein bisschen kacke. Ja, deswegen die ZX-10R. Ja, die H2, ich finde die auch mega geil. Die haben ja auch den Geschwindigkeitsrekord irgendwie damit aufgestellt auf dieser langen Brücke. Das war zwar die H2R, also diese Rennversion. H2R, ja. Ich glaube mit 300 PS hat die, ne? Die H2R. 3? 300? Boah, müsste ich wissen. Ah, tricky. Ja, ich meine, die hat so um die 300 PS, dann sind die auf dieser ellenlangen Brücke da 400 km/h gefahren. Und ich finde 300 mit der hier, habe ich ja vorhin auf der Autobahn austesten können, schon so krass. Ich meine, wie du gesagt hast, die H2R ist so ein bisschen klobiger und dicker. Ich denke mal, die ist auch, was Aerodynamik angeht, deutlich besser als jetzt eine S1000RR. Vielleicht so ein bisschen Richtung Hayabusa. Aber 400 km/h, vollkommen krank. Dein Traummotorrad? Mein Traummotorrad? Ja. Boah, also eigentlich auf dem du da gerade sitzt, das ist so mein Traummotorrad. Okay. Ja, also im Supermoto-Bereich auf jeden Fall. Ich finde auch so eine S1000RR hier mega geil, so feiere ich halt richtig. Allerdings ist es halt was komplett anderes, so man kann das ja nicht vergleichen. Ne? Merkst ja, eine Supermoto im Vergleich zu einer Sportler, die Bereiche sind ganz woanders, die Leistung, alles. Also es ist quasi ein anderes Fahrzeug, wenn du so möchtest. Aber sowas, was Superbikes angeht, ich finde die 1000er Suzuki mega geil. Dann die BMW hier sowieso. Die neue R1 finde ich auch sexy. Wir müssen ja rechts. Ja, und welche Bikes finde ich noch geil? Panigale ist halt auch vom Look her mega geil. Ne? Aber die alte, nicht die neue. Ich finde das richtig schade, dass die neue Vierzylinder hat. Vierzylinder? Ja. Früher war ja immer Panigale bzw. Ducati ist eigentlich immer Zweizylinder. Und die neue Panigale, ich glaube, die heißt V4, ich bin mir nicht sicher, die hat auf jeden Fall Vierzylinder. Finde ich jetzt nicht so cool. Aber es geht halt nicht anders wegen der Abgasnorm. Das wird ja immer strikter, immer regulierter. Und
besonders Einzylinder sind auch von den Abgaswerten so scheiße. Also jetzt als Beispiel die Karre, wo du gerade drauf sitzt, die 350er Husqvarna. Und Ducati hat da eben auch schlechte Karten gehabt. Oh, so geil, ey. 3000 Jahre später. So, Leute, leider mussten wir ein bisschen umdisponieren. Denn komischerweise hat die GoPro so ein bisschen rumgespackt. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier auf der schönen BMW S1000 RR unterwegs. Aber leider bringe ich sie gerade auch zurück. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen über das Bike quatschen. Ich bin natürlich mit Johanne gestern noch ein kleines Stück gefahren. Und ja, was soll ich sagen? Den ein oder anderen Wheelie habe ich auch damit gezogen. Und mich hat es echt erschrocken, wie gut das mit diesem Teil geht. Wir haben ja über 200 PS und trotzdem habe ich mich sicher gefühlt. Also ich glaube, das war so im zweiten Gang bei ungefähr 100 km/h. Direkt an Kipppunkt gezogen. Ich musste gar nicht erst versuchen wie bei der GSX-R 600. Also die ging wirklich instant aufs Hinterrad. Und ja, also ich habe mich so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Klar, ich finde immer noch die Supermoto besser, ja. So gerade für mich, ich bin so ein bisschen gaskrank, kann man sagen. Also gestern auch auf der Autobahn, als ich da noch meine gute Schutzkleidung anhatte. So, jetzt bin ich gerade in Jeans unterwegs, richtig schlechtes Vorbild, beziehungsweise gar kein Vorbild. Aber gestern, als ich da dann in Schutzkleidung unterwegs war und auf der Autobahn war, dann habe ich auch mal aufgerissen. So, und dann muss ich ehrlich gesagt zugeben, hat es mir auch Spaß gemacht, so mit 300 dann über die Bahn da zu brettern. Das ist schon ein krass geiles Gefühl. Vor allem, es war einfach so ein dicker Aston Martin vor mir auf der linken Spur und dann so bei, ich glaube 230, 240, habe ich einfach noch einmal kurz links geblinkt. Natürlich Sicherheitsabstand gehalten, aber dann links geblinkt, einmal nur kurz und dann hat er rechts rübergezogen und er hatte keine Chance und das war schon ein dickes Ding. Ich weiß jetzt nicht genau welches Modell, aber auf jeden Fall ein krasses Ding. Ja, und ich werde jetzt hier noch zurück zu BMW Fassbender fahren, denn dort arbeitet der Nils. Schöne Grüße an der Stelle auch an die Jungs, die dort am Schaffen sind. Für mich geht es gleich nach Hamburg zum lieben Sören und ja, ich freue mich schon richtig. Da fahre ich dann wieder Supermoto. Ich muss mich demnächst auch mal um meine Husky kümmern, weil irgendwie kommt da, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt da so ein bisschen Öl raus. Das muss ich noch lokalisieren, das Problem. Und ja, das hat mir auf jeden Fall super, super Spaß gemacht und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich ein etwas schnelleres Gefährt unterm Arsch habe, weil so an sich, so als Abwechslung, ist das schon echt ganz nice. So, bleiben wir einfach mal hier stehen, da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Boah, ey, wie nett ist er denn? Sau cool. Mega korrekt. Mega, mega korrekt. Das sind mal Autofahrer, wirklich, da muss ich sagen, Daumen hoch an den Mercedes-Fahrer hinter mir. Richtig, richtig korrekter Typ. Es gibt ja oft Leute, die dann sogar extra den Weg blockieren. Gerade in Deutschland passiert das relativ oft. So wenn halt die Verkehrssituation relativ stauig ist und ja, sag ich mal, alle genervt sind im Stau, dann machen die schon mal gerne dicht. Und ich finde, wenn man so auf dem Motorrad unterwegs ist und dann einfach plötzlich da eine Tür oder so vor sich hat, ist echt nicht nice. Und ich habe auch keine Ahnung, warum man das machen muss. Weil ganz ehrlich, Leute, so klar, wenn ihr im Stau steht mit dem Auto, das ist ärgerlich, vor allem wenn es warm ist und ihr gerade Feierabend hattet. Aber es hält euch ja nicht auf, wenn ihr jetzt einfach ein Motorradfahrer in der Mitte langsam durchfährt. Und das verstehe ich halt nicht. Das ist so irgendwie deutsche Spießbürgergesellschaft, die mir nicht so ganz in den Sinn kommt. M6 Cabrio, damn, krank. So, Motorrad Fassbender, wir sind da. Und Leute, an der Stelle würde ich auch sagen, ich hoffe, euch hat der Block gefallen, auch wenn er leider nicht mit Johanne zu Ende gegangen ist. Checkt sie auf jeden Fall auf Instagram ab, @lilhanne. Lasst ihr ein Abo da, macht einen Like-Sturm und ja, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!